Hallo, heute geht es um die EL11, eine 9-Watt-Pentode, entwickelt ungefähr 1938. Und heute geht es um eine spezielle Variante, das heißt speziell eine Variante, die schon sehr stark ausgelutscht ist, nämlich diese in Rot. Sie hat laut Beschriftung 4600 Betriebsstunden hinter sich. Und die vergleichen wir mit einer fabrikneuen EL11 und außer der Reihe mit einem Adapter, welcher eine EL41 zur EL11 adaptiert. Aber kommen wir jetzt erstmal zu ein paar Bildern, nämlich zu der EL11 im Original. Das hier ist eine Schlachtröhre, die schon einen Vakuumfehler hatte und längere Zeit mit kaputten Kolben in der Gegend rumlag. Deshalb ist die Röhre schon stark oxidiert. Aber man kann trotzdem noch alle Elemente erkennen, nämlich die Kathode, der gewendelte Heizfaden, das Kathodenröhrchen selbst, die beiden Kupferstege für das erste Steuergitter. Der Steg für das zweite Steuergitter und hier ist der Steg für das dritte Gitter, also das Bremsgitter. Hier ist die Anode. Die Anode besteht in diesem Fall auf also einem Meshgitter. Das ist die Getterpille in Großaufnahme. Das ist der Halter. Das ist die eigentliche Getterpille. Das ist jetzt die geöffnete Anode. Man sieht hier die Beschichtung der Kathode. Diese ist durch die Feuchtigkeit schon abgebröselt, aber man kann auch sehr gut erkennen, wo das erste Steuergitter ist. Das zweite Steuergitter. Und das Bremsgitter ist in diesem Fall als Metallrahmen ausgeführt. Und hier sieht man noch Teil der Anode. Das wäre also somit eine Powerbeam-Tetrode nach amerikanischer Lesart. Das hier ist nochmal ein etwas besserer Zoom auf das System selbst. Das Kathodenröhrchen. Die Kathode ist hier auch eine Oval-Kathode. Die Beschichtung, man sieht hier das erste Steuergitter an den Kupferdrähten zur besseren Wärmeableitung. Das zweite Steuergitter. Und wie gesagt, hier ist der Kasten. Für das dritte Gitter, also das Bremsgitter. Das ist eine ELL vom RWN Neuhaus. Wurde produziert in der 15. Woche 1950. Das ist eine Variante von Siemens, und zwar die, um die es sich jetzt eigentlich dreht. Das ist die Seitenansicht. Man sieht am Heizer, dass diese Röhre schon ein paar Stunden auf dem Buckel hat. Nämlich laut Beschriftung 4600 Betriebsstunden. Das ist der Heizer in Großaufnahme.
Das ist das obere System in Großaufnahme. Jetzt sieht man schön das Kathodenröhrchen. Die relativ große Kühlfahne für das erste Steuergitter. Hier sind die Anschlüsse für das zweite Steuergitter und hier ist das dritte Steuergitter. Und hier blieb die besagten 4600 Stunden. Es wäre halt interessant zu testen, inwieweit die Emission von der Röhre schon nachgelassen hat gegenüber einer neuwertigen Röhre. Das ist wie gesagt ein achtpoliger Stahlröhrensockel. Das wird die Verpackung. Und das ist eine zweite EL11, die ebenfalls auch schon einige Betriebsstunden hinter sich hat. Man sieht am Glas, dass das intern bereits einen Belag aufweist, nämlich ein abgedampftes Kathodenmaterial. Auch hier sind die Heizer schon ein bisschen ausgeleiert. Man sieht hier, wie gesagt, die leichte bläuliche Färbung, welche durch das abgedampfte Material entsteht. Das hier ist eine Großaufnahme der Anode. Hier nochmal das große Kühlblech vom ersten Steuergitter. Und man sieht hier auch jetzt schön die Kathode mit dem eingelegten Heizer. Das Weiße ist die Isolation, die Keramikisolation. Das hier ist das Getter, also der Getterhalter. Das Getter schaut jetzt hier nach unten. Hier oben sieht man noch einen Teil des Quetschfußes. Und das ist einer der EL11, die jetzt als Neuware in den Test genommen wird. Die sind wie gesagt noch original verpackt. Und das ist die zweite. Und zusätzlich außerhalb der Reihe gibt es, wie gesagt, einen Adapter, welcher die EL11 ersetzt, nämlich mit Hilfe einer Rimlockröhre, nämlich einer EL41. Diese Adapter wurden, wie gesagt, in Stückzahlen produziert als Ersatzbestückung. So sah das Ganze komplett aus. Das ist eine EL41, die sehr ähnliche technische Daten hat wie die EL11. Die Röhre wurde benannt EL11E, EWI-Ersatz. Immer noch einen kurzen Blick aufs Datenblatt. Zum einen von der EL11. Da gab es auch so ein bisschen Hickhack, wie die Röhre bezeichnet wurde. Das
RFT-Werk hat sie End-Tetrode genannt mit Pentoden-Charakteristika, also die klassische amerikanische Powerbeam-Tetrode, während die Röhre bei Philips und bei Telefunken als End-Pentode geführt wurde. Die Werte sind relativ typisch für die damalige Zeit. Es handelt sich um eine 9 Watt Pentode, Leistungspentode. Damalige Zeit war es problematisch mit Störschwingungen und man musste das erste Steuergitter und das zweite Steuergitter mit einem Blockwiderstand etwas abblocken, um halt die Selbstschwingung zu vermeiden. Deshalb wird hier nochmal im Datenblatt darauf hingewiesen, im ersten Steuergitter einen 1 Kiloohm Widerstand möglichst nah am Röhrensockel zu montieren oder optional am zweiten Steuergitter einen 100 Ohm Widerstand. Die Röhre wird hier getestet als Triode, das heißt, das zweite Steuergitter wird mit der Anode verbunden. Und auch hier im Datenblatt ist der Gesamtstrom aufgeführt, nämlich der Strom von der Anode und dem zweiten Steuergitter. Und bei 250 Volt Anodenspannung sollte jetzt bei minus 6 Volt Gitterspannung ungefähr ein kombinierter Strom fließen von knapp 40 Milliampere, Anodenstrom und Strom vom G2. Das nehmen wir jetzt mal als Referenzwert. Ob auch die bereits gebrauchte EL11, diese wird noch erreicht. Und als Gag, kleiner Hinweis, Blick auf die EL L41. Die hat, wie gesagt, ähnliche technische Daten. Moment, kurz suchen. Hier. Ich habe hier auch den kombinierten Strom von der Anode und dem zweiten Steuergitter. Und bei ungefähr minus 6 Volt fließen auch hier 40 Milliampere Strom. Das heißt, die EL41 verhält sich jetzt sehr ähnlich wie die EL11. Und das schauen wir uns mal am Neuberger an. Uhr. Am 1. Februar 2024. Und wir starten mit dem Ausmessen der 3EL11, nämlich zum einen einer möglichst fabrikneuen, der besagten Variante mit 4600 Betriebsstunden und dem Adapter EL41 auf EL11. Der Neuberger wird wie immer konfiguriert, also Modus VXX. Da es sich hier jetzt um einen Stahlröhrensockel handelt, den kleinen Hinweis zur Leseart, das hier ist Stift Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim 10-poligen Stahlröhrensockel wäre das hier dann Stift Nummer 9 und das hier wäre Stift Nummer 10 zur zusätzlichen Beschaltung. It's not a trick, it's Telefunken. Auf jeden Fall als kleine Info nebenbei. Und jetzt beschalten wir erstmal die EL11. Wie gesagt, auf Pin Nummer 1 und Pin Nummer 8 ist die Heizung. Pin Nummer 3 ist die Anode. Pin Nummer 4 ist das zweite Steuergitter. Da laut Datenblatt die Röhre im Triodenmodus betrieben wird,
wird das zweite Steuergitter und die Anode zusammengeschaltet. Nummer 5 ist das erste Steuergitter. Und es ist negativ 5. Das dritte Steuergitter, das kommt im Fokus nicht mit. Wieso eigentlich? So. Das dritte Steuergitter ist röhrenintern auf Kathodenpotential gelegt. Und das ist auf Stift Nummer 6. Und die Kathode ist ebenfalls auf 6. 7 ist frei und 8 ist, wie gesagt, der zweite Anschluss für den Heizer. Wir haben gesagt, wir nehmen 250 Volt Anodenspannung bei minus 6 Volt. Gitterspannung fließt dann ungefähr 40 mA Anodenstrom bzw. G2 Strom. So, dann tun wir mal eine Röhre einstecken. Wir fangen mal an mit der angeblich Fabrik 9. Ampermeter. So, fangen wir mal an mit der Heizspannung. Ich bin schon im 6,3 Volt Bereich. Die Röhre benötigt 0,9 Ampere Heizstrom. Das heißt, das Ganze bricht gleich leicht ein und wird danach reguliert. Ich brauche am Steuergitter minus 6 Volt. Ich gehe dafür hier in den 10 Volt Bereich. Das ist die zweite Skala von unten. Und stelle 6 Volt ein. Und da das zweite Steuergitter mit der Anode verbunden ist, können wir dann direkt zur Anodenspannung gehen. Und wird auf 250 Volt eingestellt. Ich bin im 500 Volt Messbereich. Und komme knapp hin. Nee, gehen wir eins zurück. Jetzt bin ich im 250 Volt Messbereich. Ich stelle 250 Volt möglichst exakt ein. So, das war es eigentlich schon. Dann heizen wir mal an. So wie schon gesagt, die Heizspannung ist leicht eingebrochen. Ich korrigiere auf 6,3 Volt. So, dann gehen wir mal weiter.
So, ich bin jetzt bei knapp 25 Milliampere. Natürlich ist die Anodenspannung eingebrochen, weil natürlich jetzt Strom fließt. Die komme ich nicht mehr hoch. Wir mal auf zu einem Bereich höher. Ich bin jetzt im 250 Volt Bereich auf der 500 Volt Skala. Das heißt, es ist die mittlere, die zweite von oben. Und wir stellen jetzt hier mal ab 250 Volt ein. Ungefähr. Das Steuergitter ist minus 6 und mein Ampermeter zeigt an 43,0 knapp 1 Milliampere. Das entspräche so mit ungefähr dem, was das Datenblatt von sich gibt. Die Röhre ist angeblich einigermaßen neu. Also stimmt die Emission. Wir machen mal zuerst den Kathodentest. Passt. Also es gibt keinen Kurzschluss vom Heizer zur Kathode und Vakuumtest. Würde ich jetzt mal sagen, ist noch im Rahmen. Also wir halten mal fest, ich habe jetzt knapp, sagen wir mal, 41 Milliampere. 40. Spannungen stimmen noch alle. 50 minus 6. Wobei, dann nehmen wir jetzt mal die Röhre ist so stark gegettert. Dass man wenig an der Heizung sieht. Hilfsbeleuchtung. Gut, nehmen wir jetzt mal die andere, die mit den angeblich 4600 Stunden. Gut heiß geworden. So, Heizer funktioniert. Habe jetzt angeheizt. Warte kurz, bis sich der Heizstrom stabilisiert hat. Ja. Und dann gehen wir mal weiter durch. Die Spannungen stimmen.
250 Volt leicht korrigiert. Die minus 6 Volt sind noch auf minus 6 Volt. Und mein Amperemeter ist auf 51 mA. Kathodenprüfung ist okay. Vakuumprüfung verhält sich besser als die andere Röhre. Interessant. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt vermutet, dass die Röhre schwächer ist, also weniger Emission bringt. Aber hier noch 47 mA. Ich weiß natürlich nicht, woher die Aufschrift 4600 Betriebsstunden kommt, wie die zustande gekommen ist oder wie die Messung erfolgt ist. Ich nehme es mal so hin. Aber trotzdem ist die Röhre im guten Zustand. Draußen hupt irgendein Penner. Ja, wir haben 47 mA. Bei 250 Volt Anodenspannung und minus 6 im Schirmgitter. Machen wir mal spaßhalber dasselbe jetzt mal noch mit der Ersatzröhre. Die EL11 wird auch ziemlich heiß. Anheizen. Da jetzt die EL41 etwas geringeren Heizstrom hat, muss ich jetzt die 6,3 Volt ein bisschen nachkorrigieren, sonst wird die Röhre überheizt. Ungefähr 6,3. Oh, ist schon 82 Milliampere. Die Spannung ist eingebrochen, natürlich, weil jetzt Strom fließt. Ich erhöhe es noch auf 250 Volt. Bin auf 94 Milliampere. Und mein Papa versehentlich ist mir jetzt ein bisschen zu hoch. Die Röhre ist auf über 100 mA gegangen. Anodenstrom.
Das ist jetzt ein bisschen zu hoch, weil dafür ist die EL41 nicht spezifiziert. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob ich jetzt die Messkarte finde. Freihändig. Für EL41 wäre die Gitterspannung minus 7 Volt bei 250 Volt Anode und im Steuergitter und soll haben 36 Milliampere. Allerdings jetzt nur auf der Anode. Stellen wir es mal ein. Hier auf minus 7 Volt. Habe trotzdem noch 90 Milliampere. Korrekt einstellen. Also 90 Milliampere bei 250 Volt Anode und G2 zusammengeschaltet bei minus 7 Volt Gitterspannung. Sollte haben um 40. Ist fast doppelt so hoch. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Vakuum bricht ein. Der Vakuumtest geht, wie gesagt, von 90 Milliampere runter auf 15. Könnte natürlich auch bedeuten, dass das Vakuum fehlerhaft ist. Aber trotzdem ist der Strom ein bisschen zu hoch. Also der 1 zu 1 Adapter benimmt sich nicht so, wie die EL41 sich benehmen sollte. Ich stecke jetzt mal die EL11 so, wie es auf der Messkarte ist, mit der getrennten Anode. Und wir wiederholen mal den Test mit der EL41-Konfiguration. Das mache ich jetzt gerade mal offline, weil ich habe leider nur zwei Hände. So, ich habe jetzt das Ganze umkonfiguriert auf die Rimlock-Röhre EL41. Das ist der besagte Adapter. Dann stellen wir mal die Spannungen allein. Natürlich sinnvoll. Zuerst einschalten. Röhre anheizen.
So, hier mal 6,3 Volt. Ungefähr 6,3. Wir haben gesagt 7 Volt auf dem ersten Steuergitter. 7 Volt. Ich brauche im zweiten Steuergitter 250 Volt. In dem 500 Volt Bereich, das ist die zweite Skala von oben. Auf 500 Volt. Selbige auch in der Anode. Jetzt wieder zu tief bin. So, 250. Okay, dann schauen wir mal. Das sieht besser aus. Die soll haben in dieser Einstellung jetzt 36 mA Anodenstrom. Ich habe 36, irgendwas. Die Spannung ist schon eingebrochen. Die Anode muss ich korrigieren. Ist 250, E2 ist auch 250, und G1 ist minus 7, und ich habe 41,4 mA Anodenstrom. Laut Messkarte sollen es 36 sein. Vakuumtest, verhält sich unauffällig. Und der Kathodentest auch. Also die EL41 geprüft als nackte EL41 verhält sich so, wie es sich verhalten sollte. Da tippe ich jetzt eher drauf, dass das Problem am Adapter liegt. Weil die Röhre benimmt sich so, wie sie sich benehmen sollte, obwohl es eine No-Name-Röhre ist. Die Spannungen sind alle stabil geblieben. Die Heizung war noch ein bisschen dick zu hoch. Da kann man sich nicht beschweren. Steuergitter ist minus 7. G2 ist 250 und Anode ist 250. Also die Röhre funktioniert.
tippe, dass der Adapter ein Problem hat. Die beiden Original EL11 haben sich auch normal benommen. Jo. Würde ich jetzt abschließend sagen, die Röhre ist in Ordnung, der Adapter ist fraglich. Und damit beenden wir das Ganze für heute. Ich bedanke mich wieder für die Aufmerksamkeit. Auch wenn mir der letzte Teil ein bisschen improvisiert war. Problem, ich kriege keinen Fokus. Na egal. Sei es wie es sei. Bis zum nächsten Mal.